So, willkommen zurück. So, jetzt habe ich die Uhr richtig gestellt und wir sehen, wie es weitergeht. Mein Biestblut. Ich wurde einer von ihnen. Oh, hoch. Ich kann mich bewegen. Was ist denn, Kevin? Du siehst schlecht aus. Na, kein Wunder. Ich habe eben meinen Freund getötet. Obwohl ich es nicht wollte. Oh, ein Mensch. Kevin, meinen Augen geht es gut, doch mein Sohn ist bald blind. Beginnen die Kräfte des Mondes bereits zu schwinden? Sind noch lauter Biestmänner? Im Mondscheinwald gibt es einen Turm, der den gesamten Wald in Dunkelheit hüllt. Das Geheimnis liegt im Turm. Der ist aber erst später wichtig. Schau uns an, wir sind schlechter als Menschen. Wieso sind wir niedriger eingestuft? Wir werden denen zeigen, welcher niedriger Klasse ist. Hahaha. Was sagt der Mann? Kevin, du gehst nicht mit auf die Menschen-Dark-Party? Bist du nicht ein Mensch? So, er sieht ziemlich menschlich aus. Geh mir aus dem Weg. Yoga rekrutiert nur die besten Kämpfer für die Invasionsarmee. Ich wünschte, er hätte auch mich genommen. Ha, bist wohl kein guter Kämpfer. Du siehst müde aus, Kevin. Denk daran, dass die Mana-Göttin auch auf uns herabschaut. Bete an der Statue und spüre, wie die Kraft dich durchströmt. Ja, die Statue gibt es auch in zwei Farben. Die goldene, die fischt auch unsere HP und MP. Die gibt es dann auch in silbern, die speichert nur das Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchen Raum ich gehen muss. Wenn er sich zum König gehen müsste. Mal gucken. So, da kam ich her, stimmt's? So, das war der Typ, der mich gefragt hat, ob es mir schlecht geht. Okay, da muss ich wohl in die südliche Richtung. Da gehe ich dann auch durch eine Tür. Ja. Ist das eine Katze oder ein Hund? Zeit, dem Wald auf Wiedersehen zu sagen, irgendwo anständig zu leben. Ein Kind. Hi Kevin, Karl ist nicht bei dir? Nein. Das klang nach einer Katze. Eine Katze in einem Ort voller Wolfsmänner. Irgendwie passt das nicht. Hier warte ich ein paar Hunde. Endlich werden wir in einige Territorien der Menschen einfallen. Es wird Zeit. Biestkönig, unser großer Führer. So, was gibt's hier? Oh Kevin, du bist der Thronfolger, stimmt's? Mach mit zu deiner Königin, hehe. Naja, vielleicht sieht sie nicht aus. Pass auf, wenn sie sich verwandelt. Sie ist stark. So, ah, da ist der König. Ah, nee, das ist nicht der König, das ist der General oder so. Auf Befehl des Wieskönigs wird unser Krieg gegen die Menschen sofort beginnen. Unser erstes Ziel, die heilige Stadt Wendel. Ja. Es ist Zahltag. Wir nehmen ihre kostbare kleine Stadt ein und lassen sie winseln. Ja. Na, was habt ihr zu sagen? Tiere hatten schon immer Angst vor Feuer, aber wir nicht. Auch nicht vor Menschen. Dies ist die Kraft, die uns der Biestkönig gegeben hat. Kevin, du gehst nicht mit auf die Menschen-Dark-Party? Ach, das war der Typ. Invasionstruppe stillgestanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100? Sind keine 100. Kevin, schon gehört, wir erobern Yard und ziehen dann nach Wendel weiter. Mich hat der Biestkönig auserwählt, die Invasion zu leiten. Mich und nicht dich, haha. Mann, der ist aber stolz. Okay, jetzt zählen sie sich wieder durch. Und im Mondscheinwald gibt es ein... Ja, ja, das sind die Typen von vorhin, also ich denke jetzt nicht mehr mit denen. Das ist verwirrend hier. Die Schlösser sind immer so riesig, ich mag keine Schlösser. Halt, jetzt bin ich ja wieder hier. Da ist schon vorhin der Typ rumgestanden. Stimmt's. Das heißt, wir gehen jetzt mal durch die große Treppe da hoch. Auf geht's. Na? Der Biestkönig ist nicht hier. Er wollte noch mit einem eigenartigen Fremden sprechen. Okay. Na dann. Aha. Ein Fragezeichen. Ich nehme an, das ist ein fragender Blick. Hinter der Wand. Aha, da steht doch der Todesnarr. Oh, da ja, das ist der Biestkönig. Todesnarr, deine schwarze Magie gefällt mir. Wie ich sagte, schwarze Magie, wann immer ihr wollt. Das Wolfsjunges hat Kevin angegriffen. Erstaunlich. Aha, da haben wir es. Die beiden waren es also. Kann sich nun in einen Werwolf verwandeln. Dein Job ist getan. Du kannst gehen. Entschuldigt? Wird nicht mehr gebraucht. Ist entlassen. Nein, nein, eure Hoheit.
machen wir jetzt? Der Biestkönig muss bezahlen. Da ist jemand aber echt nicht gut. Ja, die Wand wirst du nicht einreißen können. Weiß aber nicht, dass er es nicht versucht. Und er schafft sogar. Krass. Oh nein, verdammt, hab die falsche Taste gedrückt. Weil ich so viel Mario spiele in letzter Zeit. Da drückt man immer Y zum Rennen. Okay. Da sind sie. Hi, Kevin. Der Biestkönig. Daher ist das Ziel. Biestkönig, halt! Kevin, haha, solch Hass, das Blut eines Biestmannes muss stark in dir sein. Vergiss nie, wie du bist, Kevin. Sei ruhig! So. Du wagst es. Autsch. Boah, das muss wehgetan haben. Todesnah. Eure Hoheit? Kümmere dich um Kevin. Verstanden. Das ist eine ganz schön biestige Persönlichkeit. Und wo landen wir? Im Wald. Aua. Und noch ein KP. Übel. Karls Grab. Und diese traurige Musik. Hier speichern wir wieder ab. Die Vorgeschichte ist nämlich jetzt fast zu Ende. So. Spiel gespeichert. Und durch den Wald. So. Und verwandeln. Das ist jetzt wirklich eine Besonderheit von dem Wald. Weil hier immer der Mond scheint. Hier muss doch immer ein Gegner sein, sonst würde ich mich zurückverwandeln. Ja. Und? Oh. Ja, Sieg. Keine Truhe. Ich gehe mal hier hin. Ich weiß es gerade. Ah, da war der Todesnah und er rennt weg. Ha, komm her. Was hast du Karl angetan? Gib Karl zurück. Ei, der Biestkönig befahl es. Ich kann nichts dafür. Ich bin dir gefolgt, um dir zu sagen, wie du Karl zurückholen kannst. Du siehst, Kevin, der Biestkönig plant eine enorme Invasion auf Windel. Dort lebt der Priester des Lichtes und er weiß, wie du deinen Freund zurückholen kannst. Lüge! Kaum, aber du beeilst dich besser, bevor der Priester in dem Gerangel verschwindet. Wo liegt Windel? Hier entlang. Tja, das kommt mir immer noch sehr suspekt vor. Hoppla, er hat einfach die Pflanzen verschwinden lassen. Ist eine Weile durch die Wälder, gelangst du zu dem kleinen Städtchen Mintos. Folge von dort aus der Küste, bis du nach Jahr der Festungsstadt gelangst. Dann ist es nur noch ein Katzensprung. Beeile dich, bevor Luga mal sein Gefolge eintrifft. Wenn du mich nun entschuldigen würdest, ich muss los. Tada! Und ich habe jetzt erwartet, er würde verschwinden. Also, mit so schöner schwarzer Magie, nachdem er schon Tada sagt. Na dann, verwandeln und jede Menge Wölfe erledigen. Die uns alle an Karl erinnern, den süßen kleinen Wolfsverrückten. Das ist doch so unfair. Rechts oder links oder oben? Ich gehe nach oben. Nein. Das ist falsch. So, dann geht's wohl hier nach links. Hier passiert was. Ach so, Kevin geht von allein weiter. Sprachlosigkeit. Karl, ich gehe nach Windel, um dich zu retten. Mein alter Freund. Karl. Na, Biestkönig. Nicht mein Vater. Deswegen floh Mutter. Mutter. Draußen? Mutter. Am Leben? Tja, wer weiß. Ich könnte noch irgendwo sein. Und jetzt dürfen wir wieder diese wunderschöne Musik genießen. Glaube ich, wie jetzt Child heißt. Kevin fühlte nur noch Hass für seinen Vater und furchtbare Trauer über Karls Tod. Boah, Mann, da war der Wolf. Schwarz-Weiß hier. Schönes Stilmittel. Kevin ging nach Wendel, aber im Gegensatz zu den anderen ging er in Frieden. Vergesst nicht, die anderen wollen diese Stadt einnehmen. So, das ist dieses Städtchen Mintos, der das erwähnt worden ist. Er konnte nicht ahnen, dass das Schicksal der Welt in seine Hände gelegt werden sollte. Tja, ich glaube, Kevin ist jetzt so hardcore und schwimmt. Während die anderen mit einem Schiff fahren. Das ist schon ziemlich cool, oder?
Ja, Cycling Dance Z3, das Spieldesign. Wir haben jetzt ein paar Credits vor dem eigentlichen Spiel, das kann man auch bringen, was? Na, soll ich euch wieder die japanischen Namen vorlesen? Oder wollt ihr lieber diese tolle Musik genießen? Ich hab das Gefühl, ich soll euch die Musik genießen lassen. Oder hätte ich so wenig zu sagen? Sehen wir mal ein bisschen das Kartendesign an, da haben wir eine Wüste. Endgegner, ja, die Endgegner hier sind klasse gemacht. Ach, jetzt habe ich auch Zeit, etwas noch über das Spiel zu erzählen. Nämlich dieses Spiel. Das ist niemals außerhalb von Japan erschienen. Diese deutsche Version, die ich da habe, die verdanken wir ein paar fleißigen Leuten, die das Spiel aus dem Japanischen übertragen haben. Zuerst ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche. Da haben wir die deutsche Version Special Man, Lover Spawn, Ryu, Envioso, Reaper, Sick. Und das hätten wir niemals bekommen ohne das Internet. Lange lebe das Internet. So, wir sind da. Ich glaube, wir sind wirklich geschwommen. Jetzt würden wir ja vom Schiff kommen. Festungsstadt, ja, noch eine meiner Lieblingsmelodien, ja. Ah, da ist ja Luga. Wir, die Krieger des Wieskönigreiches, kontrollieren nun diese Stadt. Misch dich hier nicht ein und wir werden dir nicht wehtun. Seemann, die Biestmänner haben den Hafen eingenommen. Ich glaube, wir stecken hier fest. Naja, ich will ja hier zu Fuß gehen. Hoppla, jetzt schon wieder. Ich bin jetzt echt mal dran gewöhnt, dass B hier die Renntaste ist. So, reden wir mit den Leuten. Wenn ich jünger wäre, würde ich diese Soldaten zerquetschen. Hahaha, wenn ich jünger wäre. Das bezweifle ich, Alter. Ein Waffenladen, haben wir schon Geld? Oh, das ist ja Duran. Das muss wohl ein Scherz sein. Ein Waffenladen, der keine Waffen verkauft? Diese Biestmänner machen mich so wütend, aber ich kann sie nicht alleine besiegen. Ich werde wieder wütend. Der steht sich uns erst später an. Noch mehr Kunden? Leider habe ich nichts. Die Biestmänner haben alle meine Waffen beschlagnahmt. Tja, aber die Musik von Jahren, die heißt passenderweise X-Ziel. Sollten wir hier also nicht ein paar Waffen bekommen? Na, ein kleiner Junge. Ich habe keine Angst. Na, sehr nobel. Na, kennst du einen Schluger? Bist du nicht Kevin? Was machst du hier? Oh je, Kevin hat ja ganz schön Panik. Nee, nee. Oh, Biestkönigs Geheimnis? Ich verstehe. Glück gehabt. Wir sind jetzt Kevin ja ohne das Wissen abgehauen. Ist das ein Itemladen? Willkommen. Ich habe 121 Flug. 5 Flug für ein Bonbon, 7 für ein Heilkraut, 100 für ein Lebenswasser. Ich kaufe ein Bonbon. Lecker Bonbon. Und Wiedersehen. Später gibt es noch jede Menge Items. Da rennt man wohl so viele Items rum, dass man Leute damit verprügeln kann, wenn man will. Da kann man eine Feinde mit Bonbons tot werfen. Naja, wenn das wirklich gehen wird, wird toll. Du hast Streit mit denen? Dann schnell raus aus der Stadt. Noch nicht, noch nicht. Hier gibt's noch einen Pub. Jeder weiß doch, dass man da Informationen findet. Das ist noch einer der Charaktere aus dem Spiel. Das ist Hawk, der Ninja. Diese Stadt ist im Krieg. Mein Zuhause ist im Krieg. Die ganze Welt ist im Krieg. Wie wird das nur enden? Und der Barmann, wie sagt man, Bartender. Nee, das war das englische Wort. Der Wirt. Die Biestmänner sind tagsüber wie Menschen, aber bei Nacht verwandeln sie sich in Biester. Aber wenn das passiert, können sie nicht still sitzen. Das ist unsere Chance zur Flucht. Aha, wir brauchen also die Nacht. Ach, hab ich genug Geld für das Hotel übrig gelassen, hoppla. Ich wollte auch noch mit dem Mädchen da reden. Ich glaube, das war Lisi. Ja, das ist sie. Entschuldige, ich suche nach meinem jüngeren Bruder. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe keinen Jungen gesehen, der ähnlich sieht. Verstehe. Danke. Oh, ich sehe auch gerade, dass der Part jeden Moment zu Ende ist. Ich gehe doch raus hier aus dem Pub. Und dann werde ich den nächsten Part beginnen. So, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Bis gleich.